Ich gehe sehr gerne in diese Schule, wegen der vielen Kinder aus den vielen Nationen, muss ich sagen. Ich habe eine große Freude daran, dass sich hier sozusagen fast die ganze Welt trifft und wir hier eine wichtige Aufgabe sozusagen erfüllen können. Das ist das Erste. Zum anderen gehe ich natürlich gerne in diese Schule, weil wir einen außergewöhnlich schönen und gut überlegten Schulneubau bekommen haben. Drittens gehe ich auch gerne in die Schule, weil wir ein sehr positives Kollegium sind, wir uns sehr gerne mögen, gut miteinander arbeiten und auch sehr konstruktiv miteinander arbeiten. Ich gehe auch gerne in die Schule, weil ich denke, dass wir auch gute Leistungen erzielen. Darauf sind wir dann stolz. Also insgesamt, denke ich, leisten wir einen guten gesellschaftlichen Beitrag. Das ist das viele Licht in der Schule, die schönen Farben, die klare Struktur, dann, dass sie in die Natur eingebettet ist, dass die Natur mit einbezogen ist in die schulischen Räume. Das gibt sozusagen ein ganz positives Gefühl. Die Eltern gehen gar nicht gerne nach Hause. Also hier treffen sich Eltern vieler Kulturen, reden miteinander. Im Sommer ist das auf dem Schulhof ganz schön, obgleich auch noch Bänke fehlen. Aber das wäre noch eine große Chance, wenn wir sozusagen wenigstens einen kleinen Pavillon oder eine Teestube hätten, wo sich Mütter treffen können und sich gegenseitig beraten und unterstützen sozusagen im Dialog des Lebens, wie wir ihn immer nennen, ja. Das ist ja das Eigentliche. Wir reden ja nicht die ganze Zeit über interkulturelle Arbeit, sondern wir fragen, wie siehst du heute aus und wie bist du heute geschminkt und so weiter und so fort. Wir sind glücklich und auch dankbar, dass wir es bisher so gut angetroffen haben in unserer interkulturellen Arbeit. Auf jeden Fall, dass wir viel Unterstützung hatten durch verschiedene Seiten, durch Stiftungen, durch die Stadt und durch das Land und so weiter. Wie leben Menschen in Städten und wie lernen Kinder in Schulen? Das muss ja nicht sofort als Frage gesehen werden, Schulen zu bauen, sondern es ist ja eine konzeptionelle Frage. Das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen, wie lernen Kinder in Schulen, dann geraten eben zwei Dinge in den Fokus. Das ist das Lernen, wie lernen Kinder heute, wie hat sich das auch verändert. Und wenn es sich verändert hat, hat es was zu tun mit dem Raum, in dem sie lernen. Dann ist die mittlerweile sehr häufig benutzte Formel vom dritten Pädagoge, kommt dann natürlich in den Sinn, dass doch der Raum eine Auswirkung hat in Bezug auf wie Kinder lernen und im Übrigen wie Lehrer lehren. Insofern glaube ich, dass Raum eben auch etwas mit pädagogischen Konzepten im Lernen und im Lernen zu tun hat. Und deswegen, weil wir uns mit pädagogischen Konzepten beschäftigen, beschäftigen wir uns auch mit Fragen von Raum und was Raum mit Lernen zu tun hat. Wir sind eine offene Stiftung in einer demokratisch offenen Gesellschaft und an uns wendet sich jeder, der denkt, dass die Themen, die wir bearbeiten und wie wir sie bearbeiten, für ihn interessant sind und dass er gerne mit uns in eine Kooperation kommen möchte. Das heißt, wir sind eine Stiftung, die Kooperationsprojekte mit anderen macht oder auch eigene Projekte erfindet. In diesem Sinne bringen wir unsere Kompetenz ein, sind aber auch immer interessiert an dem, was von außen so kommt. Insofern geht es auch immer um das Prüfen der eigenen Vorstellungen, die auch abstrakt-theoretischer Natur sind, weil sie sich weiterentwickeln, konzeptioneller Art, zu prüfen an Dingen, die dann auch in der Praxis funktionieren müssen. Und sie dann auch in Diskurse und Dialoge mit Menschen zu bringen. Also insofern Beratung ja, Dialog ja, also Dialogveranstaltungen, Praxis wirklich in die Hand nehmen, selber dabei sein und aber auch versuchen, insofern glaube ich, das ist schon auch eine gewollte Strategie, auch an Politik heranzutreten, um zu sehen, was hat das mit Strukturen, mit Regelwerken zu tun und wo muss man auch die Einfluss nehmen, um Dinge, die auf der Konzeptebene Übersetzung in der Praxisfindung finden wollen, tatsächlich auch in eine Veränderung zu bringen. Also wenn die Menschen vor Ort, die in dieser Schule arbeiten und eben auch ein Stück leben, das Thema Ganztag heißt auch Leben in Schule, mit ihrem Ort da drumherum, sei es ein Stadtteil, sei es eine Gemeinde, die auch diese Schule als Fazilität ist, die sie nutzt, wenn dieser Ort so ist, dass die Menschen diesen Ort gerne benutzen, dass das, was die Kinder dort und Jugendlichen tun, nämlich lernen, ihnen Freude macht, weil die atmosphärische Anmutung, die räumlichen Möglichkeiten das unterstützen, was sie an ihren Themen lernen wollen. Wenn das Lehren der Lehrer, so wie sie es tun wollen, an diesem Ort, wie sie sich das vorstellen, tun wollen, wenn das unterstützt wird durch Räume und wenn es dann noch dazu kommt, dass die Kommune, die da drumherum ist, von Eltern bis auch Menschen, die einfach
diese Räumlichkeiten, Schule sind immer eine unglaubliche Ressource für so eine Kommune. Eine Möglichkeit, da haben sie leicht zugänglich und für sich auch als Teil ihrer Kommune wahrzunehmen. Dann ist das eine gute Schule. Wir haben insofern großes Glück gehabt, an der gesamten Planungsphase als Kollegium beteiligt zu sein, als Schulleitung sowieso. Da hat uns, denke ich, einerseits die Architektin als kompetentes Gegenüber mit anerkannt, aber auch seitens unseres Trägers wurde berücksichtigt, dass eigentlich die am besten Schule planen können, mitplanen können, die sie auch später nutzen. Wir haben eine sehr breite Schülerschaft, von sehr schwerst mehrfach behindert, teilweise im Wachkoma liegend, bis auf der anderen Seite Schüler, die Prozentrechnung machen, ins Berufsbildungswerk gehen. Und das erfordert natürlich auch eine große Breite an Fachräumen und konzeptionellen Angeboten bei uns. Wir haben hier eine bestimmte Hanglage, die zu einer bestimmten zu einer bestimmten Konstellation des Gebäudes führten, auf der einen Seite zweigeschossig, auf der anderen Seite viergeschossig. Das sind nicht die Punkte, wo wir als Kollegen eine Rolle gespielt haben mit und angefragt wurden, sondern für uns war es wichtig, dass wir die Rauminhalte mitbestimmen durften, die Anzahl der Fachräume, welche Schwerpunkte wollten wir setzen und eben auch sagen konnten, wo, in welchem Stock wünschen wir uns bestimmte Räume, wo sind auch Außenflächen wichtig, die mitgenutzt werden können. Konzeptionell an dieser Schule durften wir, und das denke ich, hat der Träger uns auch ermöglicht, ein paar Konzepte mit einarbeiten, die für unsere Schulform, Schule für Förderschule geistige Entwicklung und körperlich-motorische Entwicklung, die hier nicht an allen anderen Schulen umgesetzt werden, wie zum Beispiel einen Insel- und Trainingsraum. Die beiden Konzepte existieren in unterschiedlichen, in der Regel eigentlich eher abgegrenzten Formen an anderen Schulen. Trainingsraum kennt man aus dem Bereich verhaltensauffälliger oder lernbehinderter Schüler, wo Schüler, die nicht mitarbeiten können, von ihren Lehrkräften hingeschickt werden, dort von Pädagogen entgegengenommen werden und sich in dem Raum mit Hilfe des Pädagogen überlegen, wie kommen sie wieder in die Lernsituation, in die Gruppe. Und das Inselraumkonzept wird umgesetzt häufig für schwerst mehrfach behinderte Menschen oder Menschen, die zum autistischen Spektrum gehören, die Auszeiten brauchen aus dem Unterricht, die diese Auszeiten brauchen, bevor es für sie eskaliert, bevor sie in besonders herausfordernde, fordernde Verhaltensweisen verfallen. Und wir haben das an einer anderen Schule in Essen gesehen, Traugott-Weise-Schule. Die haben diese beiden Konzepte in einen Raum zusammengefügt mit einer Trennung dazwischen. Und das funktioniert bei denen seit einigen Jahren gut. Wir waren nochmal im Sommer da, haben uns nochmal überzeugt und dieses Konzept gern übernommen, schon in der Planungsphase und jetzt eben inhaltlich auch uns daran sehr angelehnt. Auch wir beteiligen uns ja an inklusiven Schritten, indem wir eine Klasse als Außenklasse schon zur Grundschule ausgelagert haben, zu Beginn dieses Schuljahres. Und wir gehen davon aus, dass das ein Konzept ist, was für alle Beteiligten Inklusion in kleinen, schaffbaren Schritten erstmal die ersten Schritte eben damit gegangen werden können, dass wir das auch noch ausbauen können. Und ob wir langfristig auch an dieser, wie ich finde, auch für Regelschüler gut ausgestatteten Schule auch mal Regelschüler aufnehmen, wenn das uns politisch erlaubt wird, wir wären für solche Konzepte offen, dass eben Förderschulen auch sich insgesamt öffnen und nicht nur die allgemeinbildenden Schulen sich öffnen müssen. Ich glaube, dass wir da gute Vorreiter sind, ne? Wir haben Fahrstühle, wir haben Berufsvorbereitungsräume, also Holzwerken und so weiter, wir haben PC-Räume, wir haben Snuselräume, wir haben sehr gut ausgestattete Klassenräume, Differenzierungsräume. Also all das, was eigentlich jede andere Schule sich wünschen würde, das ist bei uns jetzt vorhanden. Im Prinzip ist es nichts anderes wie jegliche Form von Architektur. In dem Fall nur das Umsetzen wirklich des pädagogischen Konzeptes einer Schule. Also genau hinschauen, was möchte diese Schule, was begreift sie unter ihrer Pädagogik und die versuchen, in Räume zu bringen, in ein Gesamtkonzept, wo diese Pädagogik gelebt werden kann. Das ist für mich pädagogische Schularchitektur. Und somit haben wir jetzt einen pädagogischen Mitarbeiter. Er ist der Kommunikationsvermittler zwischen Schule und uns. Und wir fragen ihn tatsächlich immer wieder aus anderer Sicht. Er ist unser Übersetzer. Da
den Lehrern aber ihre tagtägliche Arbeit bekannt ist, aber es nicht in Worte fassen können, was das für den Raum bedeutet, ist eine frühzeitige Kommunikation mit mir ausgesprochen wichtig. Beinhaltet das, da eben dieser Bauausschuss weit vor den ersten Zeichnungen ins Leben gerufen wird. Wir sprechen erst miteinander und das kann auch 1-2 Jahre dauern, ehe dann wirklich konkrete Planungen stattfinden. Das ist eine Phase, die man als Architekt so nicht bezahlt bekommt, weil normalerweise gibt es ein Gespräch, gibt es dann ein Raumbuch und darauf gibt es einen ersten Entwurf. Und dann wird über den Entwurf gesprochen. Wir haben uns aber aufs Zepter geschrieben, eher zu sprechen. Gegebenenfalls gibt es schon Vorentwürfe und in diesem Fall dieser Schule wurde ganz lange über die Konzeption des Klassenraums, Gruppenraums und Vorraums gesprochen. Und erst als wir das fest hatten, haben wir dann beschlossen, okay, und jetzt wird das Gebäude gebaut drumherum oder entworfen. Inzwischen hat man aber durchaus gelernt, dass es sinnvoll ist, Menschen, die ein Gebäude nutzen, zu fragen, wie sie es nutzen, eben um hinterher den besseren Akzeptanz für das Gebäude zu haben. Weil es nützt ja niemandem, was, wenn hinterher, ja, jetzt haben wir alles neu gebaut, der Steuerzahler hat ganz, ganz viel Geld bezahlt und wir finden es aber trotzdem doof. Also es funktioniert gar nicht, das haben wir uns immer ganz anders vorgestellt. Das ist das Böseste, was man hinterher zu hören bekommt. Also sind die Geldgeber gut damit beraten, auf den pädagogischen Bauausschuss zu hören? Ja. Weil die Geldgeber meistens ja nicht selbst dieses Gebäude benutzen. Wenn man einen privaten Mann hat, dann hat er natürlich seine Vorstellung, wie er da drin wohnen möchte. Also wie seine Art des Lebens ist. Und wenn man nur sozusagen verwaltungsmäßig da dran geht, dann hat man natürlich irgendwelche Richtlinien, die Schule sieht so und so aus und das müssen wir reinfassen. Das ist auch richtig so, dass es sowas gibt, dass es Richtlinien gibt. Aber es gibt ein bisschen mehr. Und dieses bisschen mehr ist dasjenige, was hinterher dazu führt, dass Lehrer und Schüler von ihrem Gebäude begeistert sind.